Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen hier am oberen Tor in Rathai. Zack, ich muss zu Herrn Ratzig, um Bericht zu erstatten. Ja, renn mich doch um. Sind die oben? Nee. Ah, hier sitzen sie beide wieder. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Herrn Zuhl sind wir los, Herr. Endlich, frohe Kunde. Berichte mir davon. Wir hatten Herrn Hagen bei Merhojet eingeholt. Dann kam es zu einem Gefecht. Es war ein erbitterter Kampf, aber wir waren siegreich. Hagen ist tot. Welch frohe Kunde, Heinrich. Haben wir Verluste? Wie erging es Kunos Männern? Wir hatten Glück. Alle haben überlebt. Auch Herr Kuno. Das höre ich gern. Wie auch immer, du verdienst eine Belohnung. Und danke, Heinrich. Einmal mehr schulde ich dir etwas. Was würde ich nur ohne dich tun? Dann hättest du wahrscheinlich einen anderen Blöden. Ich habe Kuno definitiv nicht verraten. Das kann ich ihm auf jeden Fall nicht antun. Das würde ich auch nie machen. Hab Dank, Herr. Du wärst auch ohne mich zurechtgekommen. Nur nicht so bescheiden. Seit der Sache in Skalitz habe ich nicht mehr viele Männer, auf die ich mich verlassen kann. Ruh dich jetzt etwas aus. Jawohl, Herr. 800 Groschen, das ist doch super. Auf bald. Und ich habe Verteidigung erhöht, das ist sehr gut. Gott segne dich. Was betrübt dich? Herr, ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geistlichen, nicht wahr? Gerüchten zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hatte, dem Glaubensleben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und ließ sich hier nieder. Gewiss kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Lastern verstehen. Eine der besten Questen überhaupt. Ich habe so gelacht über diesen Pfarrer. Herrlich damals. Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern, was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Mhm. Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vikarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Und was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer, und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Und was, wenn hier wirklich Ketzer sind? Mein Junge, hast du jemals einen Ketzer gesehen? Nein. Na siehst du, ich auch nicht. Die meiste Zeit erfinden die Prälaten sie einfach, um die Leute zu ängstigen.
Setze also nicht allzu viel Vertrauen in ihre Existenz. Aber wenn er wirklich welche findet, dann kümmere dich um sie. Aber stelle sicher, dass dieser Drecksack von hier verschwindet. Liegst du mit dem Erzbischof irgendwie im Streit, Herr? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Aber es gibt keine Garantie, dass er es nicht auf mein Anwesen abgesehen hat. Wie sollte er es denn in die Finger bekommen? Erzbischöfe haben lange Finger, mein Junge. Und jetzt, ganz ohne den König, ist das die Gelegenheit, einen netten kleinen Hort anzuhäufen. Glaub mir, ich weiß das. In Prag sagt man sich, dass er ein Narr wäre, aber das bezweifle ich. Weshalb? Das ganze Adelsgeschlecht ist furchtbar durchtrieben. Ich weiß das besser als die meisten. Aha. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Auf bald. Damals wie heute. Du hast gelernt. Schlacht auf dem Amselfeld. Die Schlacht auf dem Amselfeld ereignete sich am 15. Juni 1389. Die christlichen Truppen des serbischen Fürsten Lazar Rebeljanovic und dessen Verbündete, der adlige Vuk Brankovic und der bosnische König Tvrtko I., kämpften gegen das osmanische Heer unter Sultan Murad I. und dessen Söhnen. Die Schlacht war ein einschneidendes Ereignis, wenngleich es keinen eindeutigen Sieger gab. In der Folge wurde die Stellung der Osmanen in den eroberten europäischen Gebieten gestärkt. Was haben wir denn hier eigentlich noch nicht gelesen? Oh, über die Landbevölkerung, das ist auf jeden Fall interessant für Pribislawitz. Mittelalterliche Dörfer stellten etwa 90% der Bevölkerung, wobei der Großteil der Dörfler mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigt war. Obschon die Bauern freie waren und ihre Häuser ihnen gehörten, war das Land unter ihren Füßen doch ein Lehen des Monarchen. Oder besser, des Adligen, der es wiederum als Vasall vom König erhalten hatte. Als Pacht mussten die Bauern einen Teil ihrer jährlichen Erträge abgeben, etwa in Form von Bargeld, Honig, Weizen oder anderen Feldfrüchten. Manchmal mussten sie auch für den Adel Dienste entrichten, zum Beispiel in Form von unbezahlter Arbeit auf dem Ackerland, das ihrem Lehnsherrn gehörte. Auf den Landtagen im 15. und 16. Jahrhundert wurde entschieden, dass das einfache Landvolk weder Waffen tragen noch der Jagd nachgehen durfte. Einzig mit Erlaubnis des Lehnsherrn durfte es Hasen oder kleine Vögel erlegen. Mhm. Und Maler ist auf jeden Fall für die Kirche in Pribislawitz wichtig. Im frühen Mittelalter wusste niemand, wer die Tafeln und Wände meist von Gotteshäusern bemalte. Ein Großteil der Werke kann bis heute keinem Künstler zugeordnet werden. Häufig waren es die Mönche selbst, die neben der Illuminierung ihrer Manuskripte auch ihr Kloster verzierten. Die Maler und Illuminatoren stellten ihre Farben aus zermahlenen, natürlichen Materialien selbst her. Ihre Motive waren größtenteils historischer oder biblischer Natur oder rein geometrische Verzierungen. Mhm. Oh, hier haben wir gar nicht mehr so viel zu lesen. Nur noch die vier hier. Recht und Ordnung, Prostitution, Rüstungsschmiede und der Schäfer. Geschlecht von Ronau, Karl der Vierte, die Kumanen. Hier haben wir auch noch einiges zu lesen. Die Herren von Thalenberg, Tutorials, Aufgeben. Aufgeben im Kampf kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn dich eine Wache, ein Büttel oder eine andere Autoritätsperson zum Aufgeben auffordert oder dich durchsuchen will, kannst du der Aufforderung mit G nachkommen. Aber entscheide dich schnell, denn die Hüter des Gesetzes haben in diesen schlimmen Zeiten wenig Geduld und werden nicht zögern, Gewalt anzuwenden. Aha. Boah, hier haben wir ja noch super viel nicht gelesen. Naja, da müssen wir uns jetzt aber nicht drum kümmern. Sprich mit dem Vikar. Aus dem Weg. Ach Mann, warum müssen die immer vor mir hier runtertrotten? Na komm schon. Sag mal, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Oh ja, das muss ich wohl tatsächlich. Erstmal etwas trinken, würde ich sagen. Wir haben ja einen robusten Magen, ne? So, 96 ist auf jeden Fall wieder gut.
Blumenkind, güldene Zunge. Sporen, Heilung, Heilung. Was ist denn das? Buffs. Im siebten Himmel. Ach so, ach, weil wir mit, ach, wie süß. Wenn man ganz von Liebe beseelt ist, erscheint einem die Welt schöner als zuvor. Und man selbst erscheint vielleicht der Welt schöner als zuvor. Nachdem du die Zeit mit deinem Schatz verbracht hast, ist dein Charisma vorübergehend um 3 Punkte erhöht. Wow. Wir können Verteidigung erhöhen. Wenn du deinen Gegner bei einer Umklammerung schlägst, beschädigst du seine Waffe 15% mehr. Eine beschädigte Waffe verursacht deutlich weniger Schaden und verliert enorm an Wert. Cool. Deine Angriffe zu blocken kostet deinen Gegner 20% mehr Ausdauer. Das ist gar nicht so schlecht. Deine gesamte Rüstung bietet 5% mehr Schutz. Wenn du genug duftende Kräuter in deinem Inventar hast, überwältigst du deinen Gegner 15% wahrscheinlicher in einem Clinch. Lieblicher Duft. Auch geil. An sonnigen Tagen glänzt deine Rüstung so grell, dass du für einen edlen Ritter gehalten wirst und einen Charisma-Bonus erhältst. Nee, ich nehme den festen Griff nochmal. Festen Griff Teil 2. Jawohl. So, ich werde erst nochmal in die Stadt hinunterreiten und alles, was ich erbeutet habe beim letzten Kampf mit meiner Bande, mit Kunos Männern, mal gerade wieder zum Rüstschmied bringen und verkaufen. Das war ja eine ganze Menge. Da hätte ich auch echt eigentlich noch mehr mitnehmen können. Ich meine, Geld ist Geld. So, ich hoffe, der hat noch offen. Ich werde mal gerade hier... So, ab ins Inventar damit. So. Ich bin nur so ein bisschen überladen. Oh, guck mal, wie flüssig das wieder ist hier. Ist das genial. Gott sei mit dir. Und mit euch, guter Mann. Möge Gott über dich wachen. So. Verkaufen, 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 verkaufen. Die beiden. Beide Silberringe. Und die silbernen Sporen. 3000, das ist eine Menge. Das ist richtig viel. Sehr, sehr gut. Halskette könnte ich eigentlich auch mal verkaufen, oder? Ketten und andere Schmuckstücke sind bei Männern wie Frauen des 15. Jahrhunderts wichtiger Bestandteil der Mode. Genau wie heute sollen sie den Status und Reichtum ihres Trägers betonen. Es gibt mir überhaupt nichts. Charisma 20. Brauche ich dafür oder bekomme ich davon? Ach so. Ich bin ja nicht in meinem Menü. Ich entferne das mal und gucke mal, ob mein Charisma immer noch auf 17 ist, aber wahrscheinlich schon. Ja, dann verkaufe ich die Kette. Biancas Ring behalte ich definitiv. So, dann lass uns noch ein bisschen feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. So, ich hätte gerne... Der Händler hat nicht genug Geld. Okay, ich versuche mal, dem sein ganzes Geld abzuluxen. Ja, das sollte passen. Perfekt. Herrlich. Und mein Ruf noch verbessert. Bargel, eine wahre Gaumenfreude und Gurken, die all eure Leiden lindern. Greif herrlich. Zu. Wo ist denn der Schneider hier nochmal? Ach, da hinten drin, genau. Da würde ich nämlich auch ganz gerne nochmal vorbei.
Vielleicht finde ich da noch eine Kleinigkeit für Theresa. Hallo. Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Vielen herzlichen Dank. Mach's gut. So. Das Hemd von Herrin Stefanie will ich nicht verkaufen. Ein modisches Kleid. Ist das das teuerste, was sie haben? Brokat. Purpoint. Edler Hut. 1200 für den scheiß Hut. Das ist schon ganz schön krass. Aber ich nehme das Kleid auf jeden Fall mal mit. Verzierter Surko, ist das ein Unterkleid? Ich nehme die beiden Schneidesets noch mit, damit ich auch selber mal meine Sachen reparieren kann und da auch mal ein bisschen dazu lerne. Fancy White Shirt. Da ist wohl... Fancy Black Shirt, okay, da ist irgendeine eine Mod drin. Gut, dann handeln wir, aber das will ich auf jeden Fall noch ein bisschen nach unten feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Gut, wie sieht's denn mit 820 aus? Einverstanden? Das ist zu wenig. Gut, wie viel willst du haben? 910. 850? Endlich eine vernünftige Summe. Sehr gut. Besser als fast 1000. Wieder 150 gespart. Und sogar unseren Ruf noch verbessert. Hier, Bettler, möchtest du nicht nach Pribislavitz kommen? Gott sei mit dir. Schade. Mach's gut. Ich fände es super toll, wenn ich die einladen könnte, meine ehemaligen Leute aus Sasau, und um denen zu sagen, hey, kommt doch nach Pribislavitz, da wartet Arbeit auf euch. Brot, schade, dass das nicht Brot, geht. Semmeln und Brezeln. Gut, dann lasst uns einmal hier auf die Karte gucken. Genau. Wir gehen jetzt den Anführer hier töten. Die anderen haben wir ja schon getötet. Und dann werden wir weiter nach Vranik reisen. Ja. So, aus dem Weg. Ich hab's eilig. Ach, Leute. Ist es nicht herrlich hier? Ich bring ihr jetzt noch nicht das Kleid. Das wäre ein bisschen zu voreilig. Das kann ich auch eigentlich mal in die Satteltasche packen, aber das mache ich bei Zeiten mal. Theresa ist auch gar nicht da. Dann komme ich nicht in Versuchung, hier noch ein bisschen rumzuflirten. Aber ich war ja auch gerade erst bei ihr, nicht wahr? Hopp. Ich habe leider immer noch nicht hinbekommen, die Taste zuzuweisen wieder, um den Kompass anzeigen zu können. Da ist irgendein Bug drin. Da hapert's ein bisschen. So, wo muss ich denn hin? Weiter geradeaus einfach. Sehr gut. Ja. Dem Sonnenuntergang entgegen. Hoppa, einmal querfeldein hier, hoppala. Na, wo war das Lager von den beiden? Es war doch irgendwo hier.
Hier runter, ich guck nochmal kurz. Ja, genau hier runter quasi. Ich glaube, ich sehe es sogar schon. Ja, da drüben ist es. Oh, die haben sogar ein Pferd da. So, diesmal läuft er mir aber nicht mehr weg. Komm her. Du Lump. Was zur Hölle war das? Oh. Ah, lieber Gott. So, sehr gut. Das Ohr nehme ich mit. Quest? Sporen des Banditenanführers? Ah, die muss ich wohl mitnehmen. Ich nehme das Händlerschwert mit. Ich nehme jetzt hier wieder alles mit, was über 250 ist, würde ich sagen. Oder soll ich wieder alles mitnehmen, um das zu verkaufen? Was heißt denn dieser Splöt da unten? Heißt das, dass es von einem Banditen ist? Ich nehme alles mit, was leicht ist, auf jeden Fall, und was ich verkaufen kann. So. Zack. Und dann gehe ich direkt mal gerade. Weiß irgendjemand, wie ich meine Waffe sauber bekomme? Geht das nur an einem Schleifstein? Ich finde das ja so unrealistisch, dass man die Waffe an einem Schleifstein sauber macht. Ich könnte die doch eigentlich, einen Verband nehmen. Und, naja, gut. So, ab in die Satteltasche damit. Den kumanischen Bogen habe ich auch immer noch. Ich kann ihn ausrüsten. Kann ich den auch benutzen? Ich kann ihn tatsächlich benutzen. Ja, dann nehme ich doch den kumanischen Bogen. Dann packe ich den anderen doch in meine Satteltasche. Den Haselnussbogen. Der gibt ja auch genug. Kann ich nämlich auch verkaufen beim nächsten Mal dann. Ah, und die sind jetzt endlich nicht mehr geklaut hier. Das heißt, die kann ich beim nächsten Mal auch verkaufen. Wunderbar. Vogt Heinrichs Streitkolben kann ich auch eigentlich verkaufen, weil ich kämpfe nicht mit Streitkolben. Jagdpfeil, Langstreckenpfeil, verbesserter Jagdpfeil. Dann kann ich die normalen Jagdpfeile eigentlich wegpacken. Allesamt. Wieso sind jetzt hier nur 3 und hier 15? Will ich die, kann ich die nicht zusammenpacken? Auch interessant. Dieses Langschwert ist ein erlesenes Stück. Es besitzt eine derart hochwertige Klinge, dass es nach Herodes Antipas benannt wurde, der Johannes den Täufer enthaupten ließ. Mhm. Oh, 17. Kleines Schmiedeset. 99, 62. Den Bogen kann ich mal reparieren. Deine Fähigkeit reicht nicht. Da muss ich die halt noch so verbessern. Schuster-Set. Schneider-Set. Gut, ja, so muss ich auf jeden Fall meine Fertigkeiten verbessern. Das heißt, ich muss jetzt diese Sets immer kaufen, um da ein bisschen meine Fertigkeiten aufzufrischen. Berichte Bernhard, dass du das Lager aufgehoben hast. Da muss ich wieder zurück nach Rattay, ne? Nee, das mache ich jetzt nicht. Die Truhe habe ich schon geplündert, oder? Ach nee, die kriege ich nicht auf. Ich würde so gerne weiter meine Schlossknackenfähigkeiten verbessern. Da ist der Hase. Hasen darf ich doch jagen, oder? Ah, verdammt. Oh, schon wieder so knapp daneben. Mist. Ich versuche mal meine Pfeile wieder zu finden.
Okay, das ist ein Unterfangen, welches ich, glaube ich, nicht hinbekomme. Naja, lassen wir das. So, dann würde ich sagen, reiten wir weiter nach Vranik. Das ist eigentlich nur diesen Weg hier weiter. Dann über den Fluss und nach links oben. Alles klar. Ja. Es sieht einfach so wahnsinnig genial aus mit dieser tiefstehenden Sonne gerade. Der Hammer. So, und hier muss ich gleich irgendwo links den Weg nach oben. Hoppala, hierher, Pebbles. Braves Pferd. Kopf einziehen. Hier ist echt viel gerodet auf dem Stück. Ich habe ein Nest entdeckt, mal wieder. Das könnte es sein. So, da sind wir wieder. Nun denn, ihr Lieben. Genau hier werde ich wieder eine kleine Pause machen und beim nächsten Mal gehen wir endlich nach Vranik. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi.